Die Corona-Krise habe wieder gezeigt, wie wichtig eine freie Presse sei, sagt die Organisation Reporter ohne Grenzen. Die chinesische Staatsführung habe verschwiegen, vertuscht, heruntergespielt und nach Meinung vieler Kritiker sowohl den Rest der Welt daran gehindert, sich angemessen auf die Pandemie vorzubereiten. China gehört aber schon seit Jahren zu den Schlusslichtern der Rangliste der Pressefreiheit. Platz 177 von 180. Es gibt in China praktisch keine freie Presse. Jedenfalls keine offizielle Presse. Über Online-Medien werden kritische Stimmen verbreitet, aber die werden auch sehr schnell zensiert. Die Accounts werden lahmgelegt und die Leute werden verhaftet oder auch man lässt sie verschwinden. Weltweit sind die Reporter ohne Grenzen besorgt. Journalisten würden, wie zum Beispiel in der Türkei oder Ägypten, ins Gefängnis geworfen. Populistische Politiker wie in Brasilien und den USA diskreditieren die freie Presse als Quellen von Fake News. Und Online-Arbeiten erleichtere die Zensur auch noch. Es ist sehr einfach, vor allen Dingen auch in repressiven Staaten, diese ganze Online-Überwachungsinfrastruktur zu nutzen, um festzustellen, mit wem redet denn ein Journalist gerade? Was sind seine Netzwerke? Wo bekommt er Informationen her? Gut steht es für die Pressefreiheit vor allem in Skandinavien. Und auch Deutschland hat sich verbessert um 2 Plätze auf Rang 11.